Ja, heute wollen wir uns mal ein äh, Praxisbeispiel anschauen für den Bereich äh, Tabellenkalkulation. Also hier habe ich ein kurzes Szenario skizziert. Wir wollen Wohnzimmer renovieren, nehmen die Maße aus der Grundrisszeichnung, Preis recherchieren für Bodenfliesen, die Wände und die Decke, die sollen gestrichen werden und ähm, was für die Renovierung noch notwendig ist, soll in einer Inventarliste aufgelistet werden und die Gesamtkosten berechnet werden. Hier habe ich so einen Grundriss von dem Wohnzimmer, also die Dickenhöhe ist 2,50, äh, eine Seite ist 3,60 und die Länge 5,40 Meter. Und ich würde immer empfehlen, Kamin, Fenster, Eingangstüren nicht in die Berechnung mit einzuschließen weil man vielleicht noch das eine oder andere nochmal überpinseln muss und dann sind die Mengen vielleicht nicht ausreichend, wenn man jetzt genau auf den Quadratmeter hier kalkuliert. Okay, schauen wir uns mal die, die mögliche Vorgehensweise an, wie man eben dann berechnet, was für Fliesen, wie viel Fliesen und wie viel Farbe man braucht. Ich habe jetzt hier schon etwas vorbereitet, also... Fangen wir erstmal mit, mit dem Boden an, also die Fließen. Hier müssen wir erstmal überlegen die, die Breite und die Länge vom Raum. Schauen wir nochmal nach. Also 360, 45. Ich sage jetzt einfach mal 360, also Meter und 540. War das auch genau ähm, und ich habe jetzt mir schon ein bisschen im Vorfeld das Layout überlegt. Halt, da brauchen wir ein Hochkomma, Hochkomma und ist gleich. Dann wird das als Text angezeigt. Ja, Hochkomma ist gleich, wenn wir hier nichts berechnen. Erst hier berechnen wir ist gleich Breite mal. Die länge so dann haben wir 1944 quadratmeter okay jetzt müssen wir uns ausrechnen wie viel packungen fließen wir haben ich habe im internet etwas recherchiert da haben wir packungen für größe habe ich gefunden ein Viererpack pack kostet 28. 85 ist auch schon mit Euro formatiert. Okay, die Größe ist dann 60 mal 60. Hier wird da eben nichts berechnet. Das mache ich in der Zelle daneben. Also, ich kann ja auch noch ein ist gleich hin machen. Hier ist es kein Problem, weil die Zelle hier als Textzelle erkannt wird. Ja, dann mache ich das umgekehrt. Und ich könnte jetzt natürlich die zwei Zellen nochmal, äh, diese eine Zelle nochmal auf zwei Zellen aufteilen, um das entsprechend äh, berechnen zu können, so wie ich es oben gemacht habe. Es geht aber auch anders, indem ich einfach hergehe, jetzt sage ist gleich 0,6 mal 0,6. So, das ist dann äh, 0,36 wieder Quadratmeter für eine Fliese. Jetzt kann ich also berechnen, wie viel Fliesen ich dann insgesamt für den Raum benötige. Das heißt, ich habe jetzt eine Berechnung, ist gleich: die 19,44 Quadratmeter vom Raum geteilt durch eine Fliese. Gibt es 54 Fliesen? Ähm, hier wäre es natürlich in der Praxis gut, vielleicht ein paar Fliesen mehr einzukaufen. Vielleicht müssen sie zugeschnitten werden, vielleicht geht eine kaputt, aber wir machen es der Einfachheit halber ähm, jetzt mit diesem Beispiel auf die genaue Fliesenzahl. Hier schreiben wir noch Fliesen dazu. Also wir brauchen 54 Fliesen und vier Fliesen sind immer in einem Pack drin. Das bedeutet, wir berechnen jetzt nochmal die Packungen. Und dafür bräuchten wir also, ist gleich, die 54 geteilt durch die 4. Dann haben wir 13,5 Packungen. Ähm, da wir eine halbe nicht kaufen können, brauchen wir praktisch 14 Packungen. Also, Packungen haben wir 14. Eine Packung kostet, können wir mit einem Bezug arbeiten. So, 28 und jetzt kommen wir zu den Gesamtkosten also das heißt wir haben 14 Packungen mal Preis für eine Packung und dann sind es eben die 493 okay dann kommen wir also das Ergebnis merken wir uns mal ja, dann äh, möchten wir ausrechnen, wie viel Liter Farbe oder wie viel Farbeimer wir einkaufen müssen. Und hier müssen wir erstmal die Gesamtfläche berechnen, ähm, die gestrichen werden soll. Wir haben von dem Wohnzimmer vier Seiten, Seite, so vier Seiten und eine Decke. So, und dann schauen wir mal die erste Seite. Uh, ist 5,40 Meter und 2,50 Meter hoch. Das Ganze haben wir zweimal. Also die gegenüberliegende Seite. Dann haben wir eine Seite, die ist ähm, 3,60 Meter und wieder 2,50 Meter hoch. Und die Decke, die ist 540 mal 360, so wie der Boden, so wie wir es vorher mit den Fliesen ausgerechnet haben. So, wir brauchen wieder die Quadratmeterzahl, also ist gleich die 45 mal die 250. Diese Formel kann ich nach unten kopieren. Und das Ganze sind wieder... Quadratmeter ne? alt groß 2 habe ich diesen 2 hier oben das kann ich nicht so geht's Ein Konverter spart man sich viel Schreibarbeit okay insgesamt Summe haben wir dann und, äh, 64 Quadratmeter 44 und jetzt müssen wir eben ausrechnen, wie viel Farbe wir oder wie viel Farbeimer wir für diese ähm, Quadratmeterzahl benötigen. Ich habe wieder im Internet recherchiert. Also Eimer Farbe. Ich rechne das mal mit einem Liter, einen Liter für 59. Und die Reichweite sind. Sechs Quadratmeter. Reichweite sechs Quadratmeter. Okay. Ähm, ja, wir brauchen also insgesamt die vierundsechzig Quadratmeter. Dann mit einem Farbeimer 0,6 Quadratmeter weit. Und hier können wir jetzt die Anzahl der Eimer berechnen. Das machen wir mit ist gleich die 64 Quadratmeter geteilt durch die 6 Quadratmeter. Dann haben wir also 10,74 Eimer. Und da wir uns keinen halben Eimer, Dreiviertel Eimer äh, aus dem Geschäft holen können, müssen wir es aufrunden auf elf Eimer. Also Eimer brauchen wir elf Stück. Für, dann können wir wieder einen Bezug setzen bis gleich 59. Und dann haben wir praktisch elf Mal. Die 59 und das ist praktisch der Preis für die Wandfarbe. Okay. Ja, dann hier noch Artikel, die wir für die Renovierung noch brauchen könnten. Und jetzt wollen wir uns die Gesamtsumme ausrechnen. Dafür verwenden wir die Funktion Summe, Klammer auf. Dann müssen wir hier nur in diese, in die, über diesen Bereich ziehen. Ähm, Maustaste gedrückt lassen, runterziehen. Und jetzt, äh, um die anderen Beträge hier ähm, mitverwenden zu können, Steuerungstaste gedrückt halten. Klick. Dann Steuerungstaste drücken. Nächste Zelle klicken. So, und jetzt sind alle Zellen markiert, die ich äh, zusammenrechnen möchte. Dann eine Zuklammer. Und ich habe hier meinen Preis für die Renovierung. Okay.